Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ja, ich bin nicht so rot, wie ich hier gerade aussehe. Ich weiß nicht, ob ich das nachträglich bearbeiten kann oder nicht. Wir werden es herausfinden. Meine Lampe, die hat aber so einen roten Filter und ich sehe sehr rot aus. Ich habe gerade extra mal nachgeguckt im Spiegel, ob ich irgendwie Sonnenbrand habe oder so. Aber nein, ich habe keinen Sonnenbrand. Ich bin nicht so rot wie jetzt gerade in diesem Video. Ich bin eigentlich ziemlich braun. Ja, liebe Leute, wie der Titel bereits sagt, wir werden heute über Erwachsenen-Shops sprechen in Mexiko, weil ich das heute mal ausprobiert habe. Und ich war super neugierig. Ich bin jetzt schon so oft an solchen Shops irgendwie vorbeigefahren und dachte mir jedes Mal so, boah, ich würde eigentlich schon gerne mal so reingucken und gucken, ob die da irgendwie andere Sachen haben, wie das da aufgebaut ist, wie das so zwischenmenschlich da abläuft und so, ob das irgendwie anders ist als in Deutschland. Also ich kenne zum Beispiel super viele Menschen, die haben Hemmungen, in solche Läden für Erwachsene zu gehen, wo man sich dann irgendwie Spielzeuge oder so kaufen kann. Und ich habe die nicht. Ich habe diese Hemmung nicht. Im Gegenteil, ich denke mir halt so, es ist ja voll spannend, dann kannst du dir das so live angucken. Das ist ja noch was ganz anderes, als es irgendwie zu bestellen oder so. Und ich dachte mir heute, ich möchte mir das hier mal vor Ort angucken. Jedes Mal, als ich an diesen Shops vorbeigefahren bin, inklusive heute, dachte ich mir, boah, es sieht schon abgeranzt oder schmuddelig aus. Aber heute hatte ich so einen Impuls, dass ich mir so dachte, ist mir egal. Im Worst Case gehe ich einfach wieder raus und drehe mich um und dann war es das halt einfach. Aber ich war so, ich muss es mir einmal angucken. Ich muss es mir einmal angucken. Ich meine, du kannst nicht ein halbes Jahr in einem Land leben und das nicht sehen, oder? Okay, ich glaube, niemand denkt das außer mir. Aber ich denke mir das. Das war auf jeden Fall etwas, das wollte ich gesehen haben, Leute. Auf jeden Fall habe ich mich heute das erste Mal in so einen Shop reingetraut. Ich muss sagen, von außen sah der halt einfach nicht seriös aus. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist generell so ein Ding. In Deutschland sieht alles so super Hightech und verglast und edel und keine Ahnung was aus. Also die meisten. Also ich möchte mich hier auch absolut nicht rausreden. Es gibt definitiv auch diese schmuddeligen Shops in Deutschland. Aber es wird in den meisten Fällen doch irgendwie sehr darauf Wert gelegt, dass das gehoben aussieht, dass man sich nicht unwohl fühlt. Und ich finde, solche Shops verlieren einfach diesen Schmuddelcharakter in Deutschland total. So klar, es ist eine Entwicklung und es gibt diesen Schmuddelcharakter zwischendurch immer noch. Aber deutlich weniger als irgendwie jetzt hier, wenn man das so vergleicht. Jetzt kommt mein Sternchen, was ich hier einfügen möchte. Wir reden hier gerade von der Wirkung von außen. So, jetzt war ich also vor diesem Shop und bin eigentlich dran vorbeigelaufen, habe dann entschieden, okay, ich laufe nochmal zurück, ich gehe da jetzt rein. Dann habe ich so die Tür geöffnet und ich war auf alles eingestellt. Ich habe wirklich, ich habe mit dem Worst Case gerechnet, weil ich hatte wirklich meine, ja, meine Erwartungen waren richtig, richtig low, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Die waren irgendwo unter der Erde vergraben. Und dann waren da plötzlich so zwei süße Mädels an der Theke und es sah super gepflegt aus und sortiert und schön und hell und es lief gute Musik und es war super entspannt, es war super entspannt. Und die so, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Suchst du was Bestimmtes? Möchtest du beraten werden? Und die war super lieb. Die, also generell, ich muss sagen, ich bin davon ausgegangen, weil es von außen so krass schmuddelig aussah, dass da vielleicht irgendwelche dubiosen Männer drin sein könnten. Und dass ich vielleicht einfach wieder umdrehe und gehe. Das ist also meine Worst-Case-Erwartung. Und sie wurde nicht erfüllt. Stattdessen waren da einfach so süße Mexikanerinnen, die mir Hilfe angeboten haben und die mich beraten wollten. Und dann bin ich so durch die Gänge und habe mich das so umgeschaut und dachte mir so, okay, ich möchte jetzt gerne wissen, haben die irgendwie andere Sachen? Ist das Design anders? Das ist so eine richtige Marktanalyse. Aber ich fand das tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich kann euch sagen, dass hierige Erwachsenenverhalten in den Schlafzimmern sieht ähnlich aus wie in Deutschland, jetzt auf die Spielzeuge bezogen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie irgendwelche Unterschiede feststellen können, außer ein gravierender Unterschied, Leute, ein gravierender Unterschied war da. Sie hatten so eine Vitrine und da waren so die teureren Modelle ausgestellt und das fand ich sehr, sehr spannend. Da waren so, so angeblich teurere Modelle ausgestellt, wir kommen gleich zurück, wieso angeblich, und dann musste man das halt aufschließen mit einem Schlüssel und dann hat die mir da auch so ein paar Sachen gezeigt und so. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe, Leute? Wisst ihr, was ich da gesehen habe? Komplett gleich verpackte Produkte von Eis.de. Die hatten hier einfach Produkte von Eis.de und diese waren in der Vitrine drin für teurere Produkte. Und es waren die Produkte, es waren nicht die Originalen, die man bei Eis.de bekommt, sondern die halt teilweise auch mal irgendwie so mitgeben oder so. Also manchmal hat man das, also wenn man da bestellt oder so, dass man dann ja irgendwie so ein paar Sachen bekommt, irgendwie for free oder so. Und diese Sachen hatten die in den Vitrinen, Leute. Und wisst ihr, was mich dann überrascht hat? Das, was du teilweise in Deutschland kostenlos bekommst. Wisst ihr, wie teuer diese Sachen hier waren? Wisst ihr, wie teuer diese Sachen hier waren? Ihr habt es umgerechnet, liebe Leute. Da muss ich glatt husten, da muss ich glatt husten. Sie wollten für ein einziges Spielzeug über 150 Tacken. Und mit 150 Tacken rede ich hier gerade von Euro, liebe Leute. Ich rede von Euro. Ich rede von 150 Euro für etwas, was man in Deutschland kostenlos bekommen würde, wenn man sich was bestellt. Und ich war so, krass, krass.
Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich rede hier wirklich von genau demselben Produkt. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht sind die Produkte hier so teuer, weil sie auch erstmal importiert werden müssen, weil sie dann ja quasi auch europäischen Qualitätsstandard entsprechen. Es ist auch keine Werbung. Es ist keine Werbung, liebe Leute. Ich werde nicht bezahlt dafür oder so. Aber, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass die das so teuer verkaufen, weil es halt einerseits gute Qualität ist, die aus Europa kommt. Das wiederum kann man sehr gut vermarkten. Ja, aber ich finde es irgendwie immer noch ziemlich, ziemlich krass. Also, ihr wisst jetzt nicht, was das für ein Produkt ist. Vielleicht verlinke ich euch das, wenn ich es finde. Wenn ich es nicht finde, ihr wisst bestimmt alle, was ich meine. Das ist so dieses eine Spielzeug, was so richtig krass gehypt wird gerade, wo alle Frauen sagen, oha, ich sterbe für dieses Spielzeug. Ich kann mich da übrigens nicht anschließen, aber alle anderen Frauen außer mir sagen, sie sterben für dieses Spielzeug. Genau, das sind diese, wie heißen die denn? Womanizer. Sie heißen, glaube ich, Womanizer. Ja. Und für so ein Teil, wo wir, also wir reden halt wirklich 1:1 von einem bestimmten Produkt, was es auf Eis.de gibt. Dieses Produkt kostet dir 150 Tacken. 150 Tacken. Ihr merkt es schon, ich finde es krass und ich wiederhole mich jetzt auch 3000 Mal. Es tut mir leid, Leute. Aber 150 Tacken für etwas, was du in Deutschland 3 Millionen Mal günstiger bekommst? Ja, liebe Leute, mein Resümee. Sortimentstechnisch gibt es tatsächlich ein sehr ähnliches Angebot und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwelche Dinge hier gesehen habe, die ich vorher noch nie gesehen habe in Deutschland. Preis-Leistung muss ich sagen, also es ist ja generell wie in solchen Shops halt so, dass es meistens ein bisschen teurer ist. Also jetzt mal abgesehen von Eis.de, aber jetzt mal so, wenn man wirklich in einen Laden reingeht und so und sich dann mal umschaut, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen teurer. Das war jetzt hier auch der Fall, aber es hat sich halt in einem ganz normalen Rahmen bewegt, außer diese eine Vitrine mit diesen Eis.de-Produkten. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt im Plural reden kann, weil ich muss wirklich sagen, ich beziehe mich auf ein einziges Produkt, weil es ist mir ins Auge gefallen und ich dachte mir so, das erkenne ich doch, das erkennt man. Vielleicht ist es auch nur 1:1 nachgemacht oder so, aber also falls es wirklich 1:1 nachgemacht war, Leute, ich schwör's euch, dann haben die das verdammt gut nachgemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Produkt war, nur dass da nicht Eis.de drauf stand. Alles in allem war es tatsächlich eine sehr angenehme Erfahrung und man wurde auf jeden Fall gut bedient und die Frauen waren super, super nett und süß. Ich habe mich halt wirklich unfassbar davon abschrecken lassen, dass es von außen so schmuddelig aussieht, ne? Also ich finde, gerade bei solchen Dingen sollte man halt schon auf das optische Erscheinungsbild achten. Aber vielleicht rede ich hier jetzt auch gerade einfach nur aus meiner europäischen Perspektive, dass ich da so viel Wert drauf lege. Auch das kann sein. Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und das wollte ich euch einfach nur mal mitteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so spannend war, aber ich dachte mir so, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ja. Ich habe jetzt nicht gefilmt, weil ich das zum einen etwas unangebracht fand, zum anderen wusste ich nicht, was mich erwartet, zum dritten hatte ich auch keine Kamera dabei, es war eine sehr spontane Aktion, aber ja, hier habt ihr jetzt einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und bis bald.